Ein strahlendes Hallo, lieber YouTube-Hörer, Zuschauer oder Zuschauerin. Ich grüße dich zu einem neuen Video. In diesem neuen Video geht es um Kaltakquise in Social Media und ich muss lachen. Ich muss sowas von lachen. Echt, das eigentlich mit Lachen ist mir eigentlich gar nicht mehr zumute. Ich muss nur noch heulen. Ehrlich gesagt, muss ich nur noch heulen. Was mich die letzte Zeit so an Nachrichten reinbekomme, ich muss sagen, das ist nichts mehr mit Kaltakquise. Das ist nicht mehr mit Vertrieb zu tun. Das ist Bullshit. Das ist einfach nur Bullshit. Einige Namen habe ich rausgenommen. Einige habe ich drin gelassen. Und wenn einer davon meint, ist alles scheiße, was ich mache, dann soll er gehen. Dann soll er auch den Kanal deaktivieren, soll er mich verlassen. Aber ich rede Real Talk und ich gehe jetzt gerne mal auf meinen Bildschirm drauf ein und zeige euch diese Nachrichten. So. Den Bildschirm freigeben und hier seht ihr quasi schon mal meinen Ordner. Der ist schon gut gefüllt. Der ist schon gut gefüllt. Ich öffne mal. Mach mal anders da. Ich markiere alles und öffne. So, sodass man das quasi so ein bisschen als Screenshot hat. Genau. Also, ich habe einige gescreenshottet. Ihr habt sie jetzt schon gesehen. Einige habe ich auch nicht geschwärzt. Gehen wir mal auf diese ganzen. Fragen an. Gehen wir da mal durch. Ne? Ich erkläre euch ganz zum Schluss auch, warum ich das dieses Video mache. Aber ich möchte euch zeigen, wie falsch Kaltakquise in Social Media, wie die Kaltakquise falsch machen. Und es ist wirklich falsch und Bullshit. So ein Bullshit habe ich noch nie gesehen. Aber in der letzten Zeit bekomme ich nur so ein Bullshit. Und ich mache mein Marketing ganz anders. Ich mache es über Begeisterung. Ich begeistere andere Menschen und die fragen mich, wie ich das gemacht habe oder wie ich das mache. Aber so auf Druck irgendwie irgendwas zu machen, irgendwie einen Abschluss zu machen, ist Bullshit. Genau. Ja, ich zeige euch jetzt gerade mal so ein bisschen meinen Verlauf. So meine ganzen Nachrichten, was ich so bekomme. Na? Ist es überhaupt, wenn ich quasi so die ganzen Nachrichten auch sehe oder auch lese, überall, ja, schreiben die mich schon mit Vornamen an, aber haben die sich auch mal mein Profil angeschaut? Haben die sich auch mal miteinander sich ausgesetzt mit demjenigen? Nein, haben sie nicht. Sie schreiben einfach an und das sind diese quasi automatisierten Textnachrichten, quasi Copy- und Paste-Nachrichten, wo man quasi für 10-mal am Tag verschicken darf über Social Media, ne? Oder mehrmals. Ich weiß nicht, wie viel das die denjenigen anschreiben. Aber es ist total Bullshit, total ein Scheiß. Die haben sich nicht mit derjenigen Person auseinandergesetzt, was die genau macht, welche Dienstleistung das derjenige macht. Zum Beispiel ich mache, ne? Ich stehe für authentisches Marketing. Ich
stehe für authentisches Verkaufen, ich stehe für emotionales Verkaufen. Aber es ist so ein Bullshit, noch einmal, Bullshit, mich anzuschreiben. Und das Krasse ist, das ist jetzt hier so ein WhatsApp. Jetzt ist es noch privater. Jetzt schreiben sie mich noch privater an über WhatsApp. Alter, Alter, habt ihr es denn noch alle? Meine Nummer ist nur für meine Kunden da und nicht für Bullshit-Marketer. Wie zum Beispiel das hier. Ey, wie ich das gelesen habe, habe ich natürlich kommentiert, weil es WhatsApp ist. Aber die Reaktion, es gab keine Reaktion auf meinen Kommentar von ihr oder auf ihm, weil er keinen Kommentar hatte. Er hatte keine Antwort auf die passende Frage, weil es einfach Bullshit war. Bullshit war. Jetzt habe ich natürlich auch mal einen Start. Kommt auch mal vor. Ey, es ist so erbärmlich. So erbärmlich. Echt. Ich habe gesehen, dass du Unternehmer bist. Deshalb wollte ich mich vernetzen mit dir. Hey, schön, dass du mich gesehen hast. Aber hast du dich auch mit mir auseinandergesetzt? Hat er eben nicht. Er hat nur gesehen. Leute, wenn ihr Menschen anschreibt, dann setzt sich mit der Person auseinander, bevor er sie anschreibt und ein Bullshit da reinschreibt. Verkauft eure Dienstleistung, eure Produkte doch mit Herzen und begeistert andere Menschen davon. Andere Menschen kommen zu euch und andere Menschen kommen zu euch und wollen eure Produkte, eure Dienstleistung. Aber bitte doch nicht so wie bei diesen Sachen, wie bei diesen Menschen, wo quasi auf Kaltakquise in Social Media ausgehen, die überhaupt einen scheiß Copy and Paste nach Text irgendwas schreiben. Ich könnte heute in Rage kommen, ey. Ich bin heute in Rage, ey. Ich bin heute und mein Booster heute wirkt, ey. Echt geil. Aber es muss doch mal Klartext gesprochen werden. Wer zum Kuckuck bringt solchen Menschen sowas bei? Sorry, ich bringe sowas nicht bei in meinen Seminaren. Ich sage nicht, dass ihr quasi 10-mal Kontakte anschreiben sollt und euer Produkt pitchen sollt. Nein, ich sage zu meinen Teilnehmern oder zu meinen Kunden oder Klienten, verkauft mit Herz. Begeistert mit Herz, begeistert den anderen Zuschauer mit Herz. Aber da kommen wir später drauf und kommen wir auch quasi auf den Punkt noch einmal. Darum geht es ja. Ich habe ein Webinar. Webinar Empathie für deinen Kunden. Wenn du verstehen willst, wie deine Kunden ticken, dann ist genau dieses Seminar oder dieses Webinar Seminar für dich geeignet. Wir gehen Step by Step durch, wie du Empathie für deine Kunden nutzen kannst. Und das ist no Bullshit, es ist Real Talk. Es ist Real Talk über 2 Jahre Empathie im Verkauf und im Offline-Verkauf, im Einzelhandel. Ich habe 2 Jahre wirklich 2 Jahre diese Methode angewandt und ich kann sagen, ich habe über diese Methode viele Erfolge im Einzelhandel, im Angestelltenverhältnis bekommen, wie ein anderer, wie diese Marketer, wie die mir anschreiben. Wenn du jetzt dabei sein willst, der Anmeldelink ist unten in der Beschreibung. Ich
wünsche noch einen schönen Tag. Dein Michael.